Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Anno 1404 Venedig in einer weiteren neuen Folge, wo wir in der letzten Folge den Kaiserdom fertiggestellt hatten. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Was schon ein Riesenprojekt war, dass wir ihn endlich geschafft haben. Wir können uns den nochmal in voller Pracht angucken. Wunderschön, wirklich, muss man ja sagen. Schön sieht er ja aus. Lautstark auch. Hier unten beten die alle. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hat auch sehr viele Ressourcen gefressen. Aber die nächste Aufgabe kommt ja so gleich. Wir müssen Bevölkerung dazu kriegen. Momentan haben wir einen Gold-Minusstand, weil wir gerade dabei sind, unsere Bevölkerung zu upgraden. Zwischenzeitlich kamen nochmal Bettler in unsere Stadt. Deswegen hat das auch nochmal ein bisschen das Gefüge verändert. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Allah segne euch. Wir müssen mal eben schauen, wie die Bedürfnisse natürlich hier auch in den jeweiligen Standorten sind. Ob wir da was tun können. Hier zum Beispiel, die wollen nämlich eine Schenke haben. Eine Schenke. Kriegen wir die hier noch irgendwie untergebuttert? Das wäre natürlich hervorragend. Hier wäre es perfekt, wenn wir die da hinkriegen. Oder kriegen wir die noch ein bisschen rübergeschoben? Ja, dann haben die Linksen auch noch ein bisschen was davon. Gut, dann machen wir nochmal eine Schenke hier hin. Dann sind sie da auf jeden Fall schon mal zufrieden. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Ja, hier wollen sie auch eine Schenke haben, klar. Der gemeine Pöbel will auch saufen. Dann machen wir die Schenke mal so, dass der linke Standpunkt auch abgedeckt ist. Kann sein, dass in der Mitte jetzt nicht, ja genau. Aber können wir vielleicht später hin, dass wir dann einfach nochmal eins drunter setzen. Oder vielleicht machen wir das jetzt noch. Aber ich will das jetzt nicht so ungerade machen. Das ist wirklich nur das eine, zwei Häuser nur. Ja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Das muss ja jetzt nicht sofort behoben werden. Alles mit der Ruhe. Gut, jetzt lassen wir die erstmal aufsteigen. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Oh, neue Gebäude. Oh nein. Goldschmelze, Goldmine und Seidenweberei. Oh nein. Die Adligen, die wollen immer mehr und immer mehr. Die Gierigen. Ihr solltet uns Adligen schon denselben Komfort bieten wie bei Hofe. Ja, komm. Ihr wollt ja alle wie Könige rumlaufen, oder was? Chillt mal. Ich bin ja gar nicht gierig. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal jetzt die Produktion so ein bisschen einstellen. Also in Sachen weitere Gebäude, weitere Wohngebäude. Denn Gold kommt dazu. Gold ist jetzt natürlich dann schon wieder eine neue Ware, eine neue Produktionskette, die wir in Angriff nehmen müssen. Und das erfordert natürlich wieder Zeit und Planung. Ich würde sagen, dann setzen wir die mal wieder auf ausgeglichen. Zumindest schon mal bis hier. Und die Patrizier... Ihr solltet uns Adligen... Ja, ich weiß. Und die Patrizier und die Adligen schauen wir uns dann gleich an. Aber die Adligen können wir eh nicht mehr. Genau, die sind automatisch schon ausgeglichen. Die Patrizier müssen erstmal jetzt aufsteigen. Dann... Also die sind ja noch nicht alle eingezogen. So rum meine ich das. Weil die Zahl wird sich doch noch verändern, oder? 93, die 94. Die Details bleiben besser. Gut, dann schauen wir mal eben nach. Wir brauchen jetzt also... Benötigt Kohle und Golderz, produziert Gold. Machen wir eins nach dem anderen. Wir gucken erstmal auf einer orientalischen Insel, wo wir denn Gold haben. Die war doch, glaube ich, auf orientalischen Inseln, oder? Hier haben wir ein Goldvorkommen auf Aşgabat. Ihre Wasservorräte werden knapp. Das ist ja, glaube ich, nur auf orientalischen Inseln, klar. Hatte ich doch richtig im Kopf. Genau. Also nur auf orientalischen Inseln. Wir haben ja jetzt nicht gerade viele. Hier unten wäre nochmal eine, aber ist auch nur einmal Gold mit dabei. Ah, die Insel hier vom Vandermark. Auch nur einmal Gold. Ah, Gold ist natürlich jetzt hier keine Massenware, ne? Aber gut, wir können ja schon mal anfangen. Hierfür benötigen wir Seide und Gold, produzieren Brokatgewänder. Stillt das Bedürfnis nach Kleidung. Gut, dann
können sie ihre schicken Gewänder tragen. Wir sorgen mal dafür. Aber erst einmal ihr müssen wisst wir einiges über die Baukunst des Orients. Das Ganze ein bisschen weiter Allah ausbauen. Segne euch für eure Zuverlässigkeit. Dann lassen wir das erstmal mit einem Goldbergwerk laufen. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Ja, mittlerweile versiegt jetzt gerade so alles so nach und nach. Das liegt natürlich auch an der Reinschaltung des Bauens. Ich habe es ja auch alle nacheinander gebaut und jetzt so alle der Reihe nach gehen sie jetzt wieder leer. Das sind natürlich hohe Kosten. Gerade jetzt momentan, wo wir den Umschwung haben, ist das natürlich nicht das Beste. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Jetzt bin ich verwirrt. Wo war denn jetzt? Da ist die Goldmine. So, Seide. Haben wir nicht hier auch Seide? Ne, hier haben wir nur die Teppiche rüberbekommen. Aber wir können hier auch Seide... Warte mal, wir haben doch hier eigentlich eine... Haben wir keine Seidenproduktion? Ne. Ja gut, das ist ja kein Problem. Dann stellen wir Seide hier nochmal her. Wir haben ja auf dieser Insel mehr als genügend Platz für Seide. Und dann können wir einfach nochmal Seide Geschäft mit anknüpfen. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Ja gut, wir haben ja hier wirklich genug Fläche. Ich schätze mal, 4 Seidenfelder sollten eigentlich reichen. Wie machen wir das dann am klügsten? Ja, wow, hier so ganz kleine Fleckchen, die dann ein bisschen Sand haben, kannst du natürlich schon wieder direkt nicht bauen. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Ich versuch's mal hier zu bauen. 5 Felder waren's. Hä, wieso kann ich das da nicht hinbauen? Hier. Hä, nicht im Baubereich? Das ist doch... Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Da geht es. Ach, so geht Einer es dann, ihrer okay. Betriebe stellt keine Waren. Verstehe, wer will. Ich habe es jetzt so nicht recht verstanden. Dann machen wir es mal so, damit wir nicht zu sehr in die Köhlerei-Gefilde eindringen. Einer ihrer so. Betriebe stellt keine Waren mehr also her. Also 4 Stück will ich da schon an der Zahl haben. Sollten wir eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen Verlust. Aber es geht noch. Das wäre das zweite Feld. Ja, hier wird es natürlich dämlich. Also hier wirklich, dass da so ein kleines... Muss ich jetzt dafür wirklich noch eine Noria hinbauen? Ist doch albern. Nur um ein bisschen Platz da zu sparen, um sinnvoller zu bauen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, komm, machen wir das alberne Spielchen mit und haben da halt eine Noria hingebaut. Dann können wir da jetzt gleich problemlos die Felder setzen. Dann platzieren wir die Felder mal so. Ja, okay, problemlos ist relativ, ne? Ja, das ist nicht so wie geplant. Muss ich dann doch ein bisschen tiefer setzen. Damit wir dann doch ein bisschen mehr Platz nutzen können als geplant. Können wir das nämlich so hier ausbauen, wenn es gerade gespeichert hat. Autospeichern ist gut, weil ich gesichert. Vergesse immer wieder das Speichern selbst. Und wenn es mal abstürzen sollte, ist das umso ärgerlicher. Also schon eine gute Sache. Da haben wir die paar Sekunden dann auch für Zeit. Besser als wenn nachher das ganze Spiel hinüber ist und alles war für die Katz. So, 3 Seidenfelder. Machen wir jetzt noch das 4. Ihre Wasservorräte werden knapp. Naja, das klappt nicht so ganz extrem. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Gedanke war gut, aber die Umsetzung ist eher schlecht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Obwohl, wenn ich das so mache und dann noch da was abreiße... kann ein Betrieb den 5 Felder bewirtschaften?
Nee, also die brauchen, also 5 ist natürlich optimal, dann sage ich mal, wenn du 5 Felder hast, dann hast du quasi 100%. Und mit 4 Feldern wäre er bei 80% von der Produktion. Das ist natürlich das Optimalste, wäre natürlich 5. Manchmal geht es nicht anders, aber ich bin ja immer so ein Perfektionist und will ja immer ein bisschen umsetzen. Wenn ich jetzt hier die Noria mal ganz kurz wegmache. Ja, kurz ist relativ in Extrem so rumtrödelt. Und hier die Noria neu setzen. Und dann mache ich das hier mal eben zu. Dann haben wir einen schickeren Weg. So. Aber gut, der holt es gerade noch so da ab. Aber hier hinten, gut, das hat keine Eine Produktion ab. Kommt zum Erliegen. Ja, gut, wir könnten das natürlich hier so eine Kreuzung quasi machen. Und dann dringen wir halt schon ziemlich in die Köhlereigebiet ein. Ja, jetzt ist der nämlich... Gut, machen wir den mal auf. Ich verstehe das nicht ganz. Da könnte ja noch mehr Bäume bauen. Ach nee, das sind ja keine Bäume, das sind ja hier so Palmen. Du wirst es verschmerzen. Bisschen nachhelfen hier, dann dürfte da auf seine 100% wieder kommen. Ja, da ist er auch wieder auf 100%. Ja, das stimmt. Also... Leider ist die Optik dann sehr kostenintensiv. Ich baue ja immer so ein bisschen nach Auge. Also viele sagen natürlich, oh, extrem, wie du baust und bla. Das ist ja nicht so effektiv. Effektiv, relativ. Also ich baue ja schon immer eng aneinander, dass wir wirklich Land wirklich effektiv nutzen. Das ist ja schon sehr effektiv. Ich kann quasi auf dem Land, wie ich baue, mehr bauen, als manch andere bauen können. Aber ich baue natürlich immer optisch so, dass ich natürlich verschwenderisch baue. Also das stimmt dann schon. Das ist dann oft unnötig. Einfach nur, weil ich mir denke, oh, das sieht schicker aus. Aber muss nicht immer sein. Aber ich baue halt so. So, also Seidenplantagen haben wir jetzt da. Die erste Seide kommt schon rein. Gold kommt auch schon rein. Das ist richtig gut. Dann können wir mal eben gucken. Hier ist das Goldbergwerk. Das habe ich mir noch gar nicht von Näheren angeschaut. Gut, ganz so spektakulär sieht das jetzt nicht aus. Man hört ein paar Geräusche da unten. Das sieht auch eher aus wie Stein oder Silber oder Eisen oder sowas. Aber gut, es gibt ja nicht so wirklich richtige Goldklumpen, wie man sich das vorstellt. Das wird ja eher wirklich aus so Nuggets gewonnen. Das meiste Gold der Welt. Ja, nicht so, als wenn du unten in die Mine gehst und dann hast du so einen 5 Meter Goldklumpen drin. Das ist ja immer nur das Denken der meisten Leute. So. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die Seidenweberei. Die Frage ist aber, wenn wir die jetzt noch hier hinbauen, oh Gott, ich hasse das, wenn ich die Sicht immer lukrativ. Ich habe eigentlich immer meine Standardsicht. Wenn wir die jetzt noch hier hinbauen, das Problem ist, wie sieht es denn eigentlich mit der Versorgung aus? Wir haben ja so viele Routen. Das ist ja die Gewürzroute, die ist ja schon vollkommen überlastet mit dem, was sie zu tun hat. Da geht ja gar nichts mehr. Da werden auch übrigens die Bücher immer mit abtransportiert. Sehe schon, glaube ich, ein Problem, oder? Die Bücher? Genau. Und da haben wir nämlich immer das Bücherproblem hier. Und die kriegen es nicht gebacken. Da haben wir ein Haus. Die kriegen es nicht gebacken, die Bücher nachzuliefern. Wir brauchen ein neues Handelsschiff. Ich sehe das Problem. Ich erkenne es und werde es beheben. Also wir brauchen ein Handelsschiff. Das müssen wir dann als neue Route machen, beziehungsweise hier nochmal mit anknüpfen. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Und wir brauchen dann, müssen die Bücher von A nach B und natürlich dann die Umhänge, die wir jetzt hier alle in Auftrag geben werden. Machen wir mal 2 Stück an der Zahl.
So. Ach, wir haben ja nur... Stimmt. Ha, wir brauchen ja das noch. Wir brauchen die Goldschmelze. Dafür benötigen wir Kohle. Haben wir auf dieser Insel überhaupt Kohle? Ja, haben wir sogar richtig gut. Kohle ist ja kein Problem. Nur ich sehe gerade, wir haben Holzprobleme, weil wir jetzt gerade so relativ viel bauen, ne? Oder liefern wir auch Holz ab? Also sprich, geht hier Holz aus von dieser Insel? Ja, ich verkaufe Holz, das ist jetzt gar nicht gut. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Ja, gut, sollen sie mal machen, Hassan und Vandermark. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ist nicht so wirklich unser Problem. Sollen ich doch gerne die Köpfe einhauen. Hauptsache, sie lassen uns in Ruhe. Ja, Holz. Holz, ich nehme Holz. Von dir, was mir zusteht. Ja, komm, nimm mein Gold und meine Klappe. Es geht doch. Lasst mich euch ein wenig unter die... So. Aber ansonsten sieht's doch, glaube ich, von den Waren... Schiff fertiggestellt. Oh, sieht's nicht gut aus. Ich sehe schon. Leinenkutten. Also Hanf haben wir da. Wir brauchen noch mehr Webereien. Ja, das brauchen wir. Wo hatte ich denn hier noch welche da? Die Webstube. Ich glaube, ich brauche da nochmal zwei weitere Webstuben. Nur, wo finden wir denn noch Platz? Zwei weitere Webstuben. Könnte sie natürlich hierhin bauen, aber dann ist natürlich die Sache von dem Abholen her. Die haben ja auch schon gut zu tun da hinten. Der hier oben, den kann ich nicht noch mehr belasten. Ich könnte natürlich noch mal zwecks Mittel Unterstützung, könnte ich das noch mal hinmachen. Dann würden sie sich gegenseitig noch mal helfen. Und ich könnte natürlich dann noch was dazwischen bauen. Ich glaube, so mache ich das auch. Unterstützen sich dann nochmal gegenseitig. Und ich kann einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Webstuben bauen. Sehr gut. Dann kann ich da auch nochmal eine hinbauen, oder? Ja, das ist, glaube ich, dann zu viel. Müssen es ja nicht über... Ach komm, was soll's. Ich wollte gerade sagen, wir müssen es ja nicht übertreiben, aber was soll der Geiz? Komm. Hanf haben wir noch genügend. Falls nicht, dann könnten wir unten nochmal 2 bis 3 Hanfplantagen machen. Wir brauchen halt auch alles, weil wir noch mehr Bevölkerung brauchen. Ja, die Kohle geht jetzt ziemlich krass zurück, weil wir so viele Werkzeuge verbraucht hatten für den Kaiserdom. Das reguliert sich aber jetzt im Laufe der Zeit wieder. Dann wird sich das alles wieder ein bisschen beruhigen. Oder es liegt wirklich daran, weil ich die Kohleproduktion ausgelagert habe. Das würde mir jetzt nicht gefallen. Da muss ich mal eben überprüfen. Lehm, Salz und Fleisch, das war auf dieser Insel. In Goldfort Kohle abliefern, in Röschenhofen Kohle beladen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Und da machen wir hier nochmal eben. Drei weitere Höfe. Drei weitere Höfe, sage ich. Mein Gott. Kohle, Köhlerhütten. Zum Gedanken vertieft. So, machen wir das auf Stufe 2. Das reicht dann, um die 3 Gebäude abzufrühstücken. Gut, dann dürfen wir wieder Kohle für die Hauptinsel haben. Das Schiff ist jetzt endlich fertig. Das holen wir auch mal eben runter. Es fehlte Holz. Nehmen wir mal eine Ladung mit. Und schippern runter.
Das wird dann unsere neue Handelsroute, dieses Schiff. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Mit der Goldproduktion, wo wir jetzt endlich mal... Na, es fehlt halt immer noch Holz. Haben wir hier echt so eine schlechte Eigenproduktion, dass wir da nichts rankriegen? Scheint mir fast so, ne? Ich glaube, wir müssen nochmal zwei Holzfäller hier mit ans Netz nehmen. Auf längere Sicht sowieso nie verkehrt. Weil die Ausgangslage ist hier jetzt nicht so gerade rosig. Gut. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, gucken wir gegen Ende der Folge nochmal eben, wie das Schiff hier ankommt. Dass wir nochmal ganz schnell die Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich machen. Da ist das Schiff auch schon. Die Handelsroute werde ich dann gleich nochmal in Ruhe erstellen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Weiß ich nicht, brauchen wir direkt zwei. Aber wir haben ja nur eine Goldquelle. Muss ich mal schauen, vielleicht kriegen wir... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, hier haben wir eh nichts. Hier haben wir auch nichts. Wir haben ja eh nur auf dieser einen Insel Gold. Nur auf Ashgabat haben wir Gold. Auf allen anderen Inseln haben wir gar kein Gold. Helft mir hierbei und der Sultan wird davon erfahren. Wir könnten höchstens noch die hier holen und dann, ja, ich weiß aber nicht, nur für einmal Gold rüber zu schiffen, ob sich das lohnt. Muss ich mal schauen. Ich mache mir mal Gedanken drüber. Ich würde sagen, das und mehr erfahren wir dann in der nächsten Folge von Anno 1404 in zwei Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin erstmal raus und sage erstmal bis dahin. Entschuldigt das Missverständnis. Tschüss.